Herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 4. Ja, meine lieben Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Wir können das Remake zu Resident Evil 4 endlich spielen. Ja, Mann. Ich bin der Chris, euer SkyDTP und willkommen zu Resident Evil 4 Remake. Oh, yes. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich meine, bestimmt geht es nicht nur mir so, es geht bestimmt euch genauso. Und ich würde sagen, wir fucken nicht lange und legen mit dem Remake los. Es ist jetzt der 25.03., wo ich das aufnehme. Einen Tag nach dem Release. Ich habe es mir zum Release am 24. direkt holen können. Ich muss das mir abholen, weil, ja, der DHL-Post halt, ne? Ihr wisst schon, diese Regeln halt, ne? Ja, aber nun, Leute, meine lieben Friends, beginnen wir mit dem Remake zu Resident Evil 4. Let's go! Neues Spiel. Auf Standard natürlich. Für jene, die Resident Evil 4 2005 nicht gespielt haben, bei einem Game Over kann der Spielmodus zu assistiert gewechselt werden. Genau. Aber wir machen natürlich auf Standard. Let's go. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich mistiger sein, hä? Der befiehlt Kampf von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Da frío. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du?
Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Der gleicht sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Kapitel 1. Leute, wir können zocken. Wir können spielen. Den Polizisten suchen. Jetzt heißt es den Polizisten suchen. In der Demo hieß es noch die Polizisten suchen. Aber nun, der hier scheint noch da zu sein. Wie man hier sehen kann. Kann man mit denen reden? Ey, du da. Schade, die lustigen Sprüche lassen die nicht mehr hier. Sowas wie, hast dein Make-up vergessen? Oh, geil. Geiles Intro, Leute. Geiles Intro. Und natürlich auch sehr ins Original gehalten. Das merkt man. Und natürlich alles ein bisschen anders, moderner und dies, das, ne? Aber krass. Wie cool ist das bitte, Leute? Wie cool ist das? Nee, hier kann man immer noch nicht rein. Okay. Ja, wir kennen ja sonst die restliche Prozedur. Wie es hier weitergeht, ne? Oh mein Gott, es ist so geil. Es ist so geil. Ja, rennen können wir natürlich. Wie weit ist er denn gegangen? Das ist eine gute Frage. Oh, guck mal, die Rahmen. Da hocken sie rum und gucken auf Mr. Kennedy. Leon S. Kennedy. Ach du Scheiße. Ja, sieht nicht so gerade sonderlich schön aus. Hier stimmt doch was nicht. Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Ja, alles klar. Hier ist das erste Haus, Leute. Wie aus dem Original. Wir kennen das. Wir kennen das aus der Demo. Wir wissen, was hier passiert. Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Oder? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Oh, hier ist wieder dieses komische Ding. Primitiver Talisman. Das Urteil nah. Ja, das Urteil nah, Leute. Das Urteil nah. Wir wissen Bescheid. Ey, guck mal, hier kann man durchgucken. Aber da ist auch niemand. Aber auch cooles Detail hier. Leon fasst in den Wänden, wenn man zu nah an der Wand ist. Voll cool. Schönes Detail, schönes Detail. Oh, geil, Leute. Wir können es endlich spielen. Wir können es endlich die Vollversion spielen. Das komplette Remake. Ich bin so aufgeregt. Oh, guck mal hier. Guck mal hier, dieser Obstteller. Sieht nicht gerade fresh aus, ne? Aber den haben wir auch in Resident Evil 7, glaube ich. Aber hauptsächlich weiß ich, dass wir den auch in Resident Evil Village haben. Und das sehr häufig. Sehr schön. Ja, hier brauchen wir einen Schlüssel natürlich. Kann jemand von euch Spanisch? Kann das jemand übersetzen?
das Ganze. Könnt ihr auf Pause drücken. Wer weiß, kann ja vielleicht jemand übersetzen. Irgendjemand, der Spanisch kann. Und guck mal hier, diese, auch noch mehr von diesen Talisman-Dingern. Das sollen ja diese Los Illuminados-Symbole sein. Nur halt, das sind jetzt einfach Nägel. Ach du Scheiße. Ja, ganz schön kreativ, muss man ja sagen. Sorry, dass ich so reinplatze. Busca un policía. Vino aquí. Viviremos contigo por siempre. Porque los Das gefällt mir nicht. Schlüssel der Jagdhütte. Ja, mir gefällt das auch nicht, Leon. Mir gefällt das auch nicht. Ach du Scheiße. Boah, wie das riecht. Ja, natürlich wieder ganz eklig. Ganz ekliges Essen. Das ist ja irgendwie typisch bei Resident Evil, sobald die Leute irgendwie mit irgendwelchen Sachen infiziert werden oder sowas, werden die ganz, ganz eklig. Ah, ja, wunderbar. Wunderschönes Detail. Ah, das arme Tier, Mann. Ah, und hier haben wir den Polizisten, der eigentlich nur pinkeln gehen wollte, aber stattdessen. Polizeimarke Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castano. Polizeibeamter. Ja. Ich glaube, den geht's nicht so gut. Wollen wir mal gucken, ob wir denen noch helfen können. In der Demo sah es ja ein bisschen anders aus für ihn. Mal schauen, wie es jetzt so aussieht. Mal schauen, mal schauen. Ich komme, Mario. Das ist, übrigens, dass der Mario heißt und ausgerechnet ein Schnurrbart trägt, ist doch eindeutig ein Easter Egg. Bei Resident Evil 4 damals exklusiv für die Nintendo GameCube war. Bestimmt ein Easter Egg am Mario. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh, das sieht auch bitter aus. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Ach du Scheiße. Oh shit. Ja, der eine Polizist ist ja im Auto geblieben und, shit, ich glaube, den hat's jetzt auch erwischt. Oh nein, Mario ist dead. Ach du Scheiße. Leute, was ist hier los? Was geht hier vor? Was war das? Ja, wir wissen es alle, wer es war. Nicht dein Ernst. Leider. Doch! Da, Bösewicht! Geh weg! Oh, du bist ja eklig, Mann! Ekliges Drecksvieh! Bam, Alter! Bam! Geh down! Langsam ist es nicht mehr witzig. Ja. Du sagst es, Leon. Ah, scheiße. Oh Gott. Ah, man kann die Leiche bewegen. Oh, das ist so eklig. Gott. Boah, ist das heftig. Das ist heftig. Okay.
shit. Da sind noch mehr von diesen Leuten. Die scheinen mir nicht gerade freundlich gesinnt, wenn die schon mit der Axt rumlaufen. Oh shit. Was? Red Deutsch mit mir oder Amerikanisch? Also Englisch. Amerikanisch gibt's ja eigentlich gar nicht. Glaube ich. Weil die reden ja alle Englisch. Ja, ihr wisst schon. Alles klar, okay. Basis? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Ich muss los. Melde mich. Ich find selbst raus. Zum See gehen. Ach du Scheiße. Ja, der klassische Sprung aus dem Original natürlich, ne? Im Original konnte man diesen Sprung selber ausführen. Und da haben die Dorfbewohner auch schon auf uns gewartet hier, diese ganz komischen Typen, ne? Und hier macht er das natürlich in der Cutscene. Ist gar nicht mal so schlimm. Ist trotzdem geil. Ist trotzdem echt cool mit anzusehen. Und ja, wir können weiter. Blut über dieser Brücke. Das sieht nicht gut aus. Ob die von den Polizisten stammen? Jetzt ist alles möglich. Denn wir spielen hier die Vollversion, Leute. Boah, ich kann's kaum glauben, ey. Es ist soweit. Na, guck mal, hier sind wieder Raben. Und die Raben hinterlassen natürlich wieder Cash. Oder Schießpulver. Schießpulver, das geht auch. Und ich habe jetzt auch natürlich auch endlich herausgefunden, wie man diese Dinger kombiniert. Ja, hier haben wir den klassischen Koffer aus dem Original natürlich. Wie im Original zumindest. Und ja, sehr, sehr geil. Können wir uns auch mal die Sachen nochmal genauer anschauen. Leons Pistole. Eine Spezialanfertigung für Leon, sorgfältig ausgewählt. Sorgfältig ausgewählte und verarbeitete Teile verbessern die Performance dieser auf Basis der MUP gefertigten Pistole. Genau. Coole Pistole auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr nice. Und hier Leons Messer. Eine Nahkampfwaffe. Leons treuer Begleiter seit seiner Zeit beim RPD. Ja, das Messer hat er ja von Marvin bekommen. Von Marvin Brenner. Anscheinend hat er es seitdem aufbewahrt. Als Erinnerungsstück auch irgendwo. Aber natürlich kann das hier kaputt gehen. Oh, Pistolenmunition, sehr schön. Es kann natürlich kaputt gehen, aber soweit ich weiß, kann das Messer auch repariert werden. Aber dazu später mehr. Boah, ich liebe das Nachladen. Der Sound ist richtig gut. Der Sound gefällt mir sehr. So, hier ist ein Fass. Schießpulver und hier ist die Schreibmaschine. Und wir können zum ersten Mal richtig speichern, Leute. Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen. Beispielsweise sie wieder von dort zu entnehmen. Sehr, sehr nice. Ja, Aufbewahrung, ich wüsste jetzt nicht, was wir da machen. Aufbewahren müssten unbedingt. Koffer anpassen? Ich könnte so einen Anhänger jetzt an diesen Koffer hängen. So einen Anhänger von Pistolenmunition. Von dieser Schachtel.
Aber den Code habe ich jetzt nicht eingegeben. Von daher ist jetzt auch nicht so schlimm. So, speichern wir. Geil. Gespeichert. Sehr schön. Oh, geil. Oh, Leute, ich lieb's. Ich lieb's. Ich lieb's. Also, ich lieb's jetzt schon. Mir gefällt es sehr. Ich bin gespannt, wie es mich im Laufe des Abenteuers überzeugen wird. Ob es mich überzeugen wird. Und ob es mit dem Original mithalten kann. Oh nein, der Hund ist immer noch tot. Nicht nur in der Demo. Ist das Howie? Ist das wirklich Howie? Oh, wehe, Alter, wehe. Capcom sagte, es ist nicht, es ist, das, Capcom hat nicht bestätigt, dass es Howie ist. Man weiß es ja nicht, ne? Man müsste schon einen DNA-Test führen oder sowas. Aber hat, das ist das Einzige, was Capcom dazu gesagt hat. Aber mehr haben die dazu nicht gesagt. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Guckt euch mal Leons Jacke an. Voll nice. Ja, ich lenke hier voll vom Thema ab. Ich hoffe zumindest, dass Howie's, dass das nicht Howie ist, sondern irgendein Hund. Auch wenn das trotzdem nicht schön ist. Pistolenmuni. Sehr schön. Und auf Leons Jacke zurückzukommen. Ich habe Leons Jacke an. Ich habe mir eine Jacke gekauft, die dieser Jacke schon sehr, 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 sehr ähnlich sieht. Ich weiß nicht, ob... also es ist bestimmt nicht die exakt gleiche Jacke, aber die sieht ja schon sehr, relativ sehr ähnlich. Und während ich das hier zocke, trage ich diese Jacke und es ist irgendwie so ein cooles Gefühl irgendwie. Man fühlt sich dann irgendwie noch mehr in diesem Spiel verbunden, find ich persönlich. Oh ja, Peseten. Ganz viel Cash. Kann man gut gebrauchen. Un forastero! Oh, ja, Bundesdino! Ja, oh, shit! Oh, shit, Alter! Haha! Oh, fuck! Was tust du da? Boah, Headshot! Der Kopf ist geplatzt! Haha! Oh, wir sollten ein bisschen aufpassen. Na? Bam! Oh, doch kein Bam! Na! Bam! Bam, Alter! Oh, shit! Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wenn die anfangen zu zappeln, schnell mit dem Messer noch einmal zustechen. Ansonsten mutieren die. So wie der Dorfbewohner, den wir gerade in der Jägerhütte gesehen haben. Mit seinem ungeknickten Kopf. Dann mutieren die noch ein bisschen. Dann werden die nochmal quasi sowas wie die Crimson Heads aus Resident Evil. Also zu stärkeren Wesen. Keine Zombies, aber halt stärkere Gegner. Dann haben die so einen ungeknickten Kopf und dann guckt dieser Parasit so halbwegs da raus. Richtig eklig. Richtig eklig. Oh, shit. Scheiß Falle. Verflucht. Ja, verflucht. Die Bären fallen. Scheiße. Müssen wir jetzt in Zukunft besser aufpassen. Viel, viel besser. Ja, guck mal. Da ist wieder einer von diesen Dorfbewohnern. Na, komm her. Bam. Oh shit, komm, ein Kick. Nein, doch kein Kick. Na, treffen richtig. Treff mal richtig hier, bam. Sehr nice. Sehr, sehr schön. Blendgranate. Und Pistolenmuni. Können wir gut gebrauchen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Okay, Waffe wechseln. Achso, ja, können wir zur Blendgranate wechseln und sowas, ne? Ja, schnell ausrüsten können wir auch natürlich. Und wir müssen nicht ständig wie im Original zum Koffer greifen. Das ist natürlich auch eine sehr coole Sache. Oh, guck mal, die Köpfe, wie die da hängen. Richtig eklig, Mann. Bäh! Hör auf damit, das ist eklig! Ey, wer hat die Tür zugemacht? Lasst mich raus! Lasst mich raus! Nein, die lassen mich nicht raus. Shit! Das ist natürlich Kacke. Fuck, Alter. Aber Leute, nun sind wir hier ein weiteres Mal. Nicht in der Demo, sondern in der Vollversion. Wo die Party hauptsächlich beginnt. Oh Gott, da ist der Polizist. Ach du Scheiße.
scheiße, Alter. So ein übler Tod. Ja, und der betet das an. Der findet das auch ganz toll. Und die anderen Dorfbewohner arbeiten einfach weiter, als wäre das ein ganz normaler Tag. Wie halt im Original. Alter, das ist doch krank. Das ist doch crazy, Leute. Das ist crazy. Okay. Wir können natürlich jetzt einfach reinstürmen, so wie wir es sonst immer machen. Aber wir können auch... Wir können auch was anderes machen, Leute. Zumindest können wir es versuchen. Gutes Kraut. Danke. Warte, ich guck mal kurz, ob... Wo ist die andere Alte? Wo ist die? Na, guck mal, man kann durch hier durchs Haus gucken. Auch ganz witzig. Oh oh. Boah, hab ich mich erschrocken. Bleib bloß weg, du. So, wir können uns nämlich anschleichen. Und einen Dorfbewohner oder eine Dorfbewohnerin von hinten angreifen. Ja, Mann. Ist natürlich riskant. Oh. Ist natürlich riskant. Man kann trotzdem entdeckt werden, wenn man Pech hat. Obwohl, hier wurde ich eigentlich noch nie entdeckt. Aber man sollte trotzdem immer aufpassen. Ist nicht gerade leicht. Da hinten ist auch noch einer. Wollen wir trotzdem so leise wie möglich sein? Oh, Tür, schließ dich leise, Mann! Alles klar. Ich würde hier noch nicht, ich würde das Fenster noch nicht rein aufschlagen, weil eventuell kann man auch davon sonst leicht entdeckt werden. Ich will mich erstmal in Ruhe umgucken. Obwohl, das kann ich auch später, wir spielen ja nicht die Demo. Scheiß drauf. Oh. Guck mal, wie die da steht. Was? Donde está? Was heißt das? Ich kann kein Spanisch. Okay. So. Okay. Sagen wir erstmal Hallo zu den Leuten hier. Hallöchen! Bam! Mal los. Okay, dann mal los. Oh shit! Nein! Oh oh, wir sollten uns heilen. Wir sollten uns auf jeden Fall heilen. Ja, Objekte herstellen. Auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können sie ihre Repertorie an herstellbaren Objekten erweitern. Sehr schön. Ja, Heilkräuter, wie man die kombiniert, weiß man ja. Waffenschläge Zugriff, ja, das wissen wir auch. Alles klar. Keine Zeit jetzt, um das vorzulesen. Nein! Oh, shit. kombinieren einmal bitte. Und benutzen. So. Auf geht's, Leute. Schreibt es auf die Rechnung. Oh, das sieht so bitter aus, Alter. Oh nein, da kommen die anderen. Da kommen die anderen schon. Bam! Weg mit dir! Oh oh, schnell weg! Das sind ganz schön viele hier. Ach du Scheiße, die Scheune brennt! Ich versteck mich mal! Verarscht!
mein Glückstag. Ja, eindeutig, mein Glückstag. Das Glückstag steht ganz auf die Stirn geschrieben. Oh ja, Rohstoffe. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, unser Messer hat nicht mehr so viel Energy. Unser Messer kann bald nämlich kaputt gehen und das ist, wäre sehr, sehr schade. Oh, perfekt. Ja, Mann, Schrotmuni. Granaten. Oh, shit. Nein, bleib unten. Sehr schön. Das lief doch gut. Das lief doch wie ein Schnürchen, würde ich sagen. So. Oh, guck mal, da kommen die nächsten. Bäm, Alter. Oh, shit. Was? Oh, nein. Oh, shit. Oh, die kennen sich, Mann. Nein. Sie sind tot. Mein erstes Game Over. Shit. Verteidigung mit dem Messer. Manche Angriffe können mit dem Messer abgewehrt werden. Ja, das versuchen wir natürlich. Ach du Scheiße. Oh Gott, jetzt müssen wir hier nochmal durch. Nochmal der abgefallene Kopf. Oh, ach so, auf einmal kamen wir wieder raus. Ganz witzig. Okay. Alles klar. Wir kennen die ganze Prozedur. Nochmal. Hallo. Bam. Bam. In your face. Und mich heilen, das wäre gut. Oh shit. Alter. Wie die alle ankommen. So, nochmal hier. Nein. Nein. Ja. Schreib es auf die Rechnung. Wow, shit. Oh nein. Ha, daneben. Bam. In your face, Alter. Da. Ich kann nicht mehr durch. So. Lass mich rein. Nein, niemals. Bleib draußen. Ey, was sind das für Leute? Ey, holt mal die Kettensäge. Hier kommt der Kettensägenmann. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, auf jeden Fall. Verdammtes Arsch. Mein Glückstag. Ja, son of a bitch. Die son of a bitches kommen. Oh oh, oh oh. Ah, wir sollten. Ah, wir sollten. Ja, genau. Nicht, dass ihr irgendwie reinkommt, ne? Okay, werden die so oder so tun. Hehe. Schrotgewehr. Oh, perfekt. Sehr schön. Handgranate. Na, kommst du rauf? Nein, bestimmt nicht. Kein Durchgang. Kein Durchgang für euch. Sehr schön. Schrotmuni. Oh oh. Wow, da kommt er schon. Da kommt er schon. Nein! Oh shit! Oh, schnell weg! Oh shit, Alter! Da! Ah. Oh Gott! Bam! Oh shit! Da! Ah. Ey, was soll das? Schlag mich doch nicht! Oh shit! Hier! Haha! Wie gefällt euch das? Bam! Bam! Oh shit! Oh nein! Oh shit! Oh fuck! Oh shit! Ich hab nur noch Pistolmuni! Oh shit! Nein! Lass mich am Leben! Oh fuck, Alter! Da! Oh shit! Fuck! Fuck, mein Messer ist kaputt! Oh oh, jetzt haben wir ein Problem, Leute! Aber ein deutliches Problem! Was? Was macht der denn mit dem Schrank? Okay,
Können wir irgendwas herstellen? Schrot? Nein, können wir nicht. Nur Pistolenmuni. Fuck! Okay, besser als nicht, sollen wir uns nicht beschweren, ne? Aber, shit. Fuck. Ist das nicht ein bisschen übel? Da, ah, das ist sehr übel. Das ist sogar sehr, sehr übel. Da. Ah. Oh, bitte. What you mean, the Patchy? Was labert ihr da? So. Sollen sie alle herkommen? Nein! Sollen sie nicht herkommen! Auf keinen Fall! Hör mal auf! Bam! Oh, ein Ei! Natürlich wollen sie mich verarschen. Shit! Nein! Das machst du nicht! Oh, die arme Kuh! Bam! In dein Face! Ah. Nein, lass mich! Boah! Hilfe! Oh shit, Alter! Was ist das hier? Hallo! Bam! Da, ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Irgendwie! Ganz egal wie! Hauptsache irgendwie! Was ist das denn hier? Ich werde hier singelt! Nein! Shit, Alter! Ich muss mich heilen, ich muss mich sofort schon heilen. Erster Hilfe-Spray. Sehr schön. Habe ich irgendwas sonst noch? Nee, scheiße. Ich habe nur Blendgranaten höchstens. Ich habe eine Blendgranate für euch. Hier! Bam! Wollen die hin? Zum Bingo? Ach du Scheiße. Oh, oh, ganz toll. Erstmal eine Bärenfalle gelaufen. Toll. Tony Kandawana, es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ach du Scheiße. Okay, oh shit, das muss ich nochmal irgendwie versuchen umzustellen. Das kam gerade eher aus meinem Controller raus, anstatt aus dem eigentlichen Sound. Shit, Alter. Muss ich jetzt mal meinen Controller sonst immer dran halten? Boah, ist das übel. Alter, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Alter. Oh nein, der arme Polizist. Diese Leute sind krank. Du sagst es, Leon. Die Leute sind krank. Die sind eindeutig krank. Und genauso krank wie dieser Part auch war, beenden wir jetzt hier diesen Part, Leute. Ich bedanke mich heute bei euch wieder herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Der erste Part zu Resident Evil 4 Remake. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao!